Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück dieses im Jahr 2017, also dieses Jahr. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und hattet ein bisschen Spaß zu Silvester und hattet auch vorher ein schönes Weihnachtsfest. Ich weiß, ich bin ein bisschen außerhalb mit der Zeitplanung. Ich habe jetzt die ganze letzte Woche krank im Bett gelegen. Man hört es sicherlich noch von der Stimme. Ich werde auch immer ein bisschen husten müssen. Ich bitte das zu verzeihen. Aber was raus muss, muss raus, sage ich immer. Und ich denke, dann wird das auch alles ganz gut werden. Ich habe Fieber gehabt, deswegen konnte ich natürlich keine Videos machen. Ich war total am Limit dieses Mal. Mich hat es richtig böse erwischt. Es ist selten, dass ich Fieber habe. Daher war das natürlich umso schlimmer für mich. Aber das war okay jetzt. Mittlerweile ist es besser geworden. Und ich kann jetzt wieder Videos machen und da heute mal ein bisschen ein Ruhetag ist und ich ein bisschen frei habe, habe ich gesagt, okay, ich mache heute mal, ich arbeite heute meinen Weihnachten ab, denn ich habe hier drei Pakete. Und in diesem Video wird es jetzt um das erste Paket gehen. Und zwar habe ich mir bestellt, das ist ein bisschen off-topic von Tamagotchis. Aber es passt für mich noch ein bisschen so in die Sparte, weil wenn man Tamagotchis mag, dann mag man auch so süße Sachen. Niedliches Kawaii-Zeug und so, wer schon mal was davon gehört hat, so Kawaii. Kawaii ist ein japanisches Wort und bedeutet alles, was niedlich ist, also niedlich. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Box bestellt aus Japan. Die sogenannte Kawaii-Box. Vielleicht magst du ein oder andere schon mal gehört haben. Das sind sogenannte Item Surprise Boxen, also Überraschungspakete, sowas wie die Wundertüten, die es immer mal zu kaufen gibt. Anstatt Wundertüten habe ich mir eben gleich eine ganze Box bestellt für Erwachsene und habe halt gesagt, ich bin schon ewig scharf auf dieses Ding. Jetzt muss ich es endlich mal packen. So eine Box kann man einmalig kaufen, man muss kein Abo abschließen. Es gibt aber die Möglichkeit eines Abonnements. Die gehen über 3 bis 6 bis 12 Monate, glaube ich. Also 3, 6 oder 12 Monate kann man die machen. Ich habe nur eine Box bestellt und damit habe ich kein Abonnement abgeschlossen oder irgendwas und habe einmalig, ich glaube, 18,99 Dollar bezahlt. Das sind ungefähr 16, 17 Euro umgerechnet. Dann habe ich bekommen zwischen 10 und 12 rausgesuchte Items, die in das Thema Kawaii passen. Und die würde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Wenn ich die Box öffne, dann sehen wir als erstes hier eine Karte, die sagt Thank you. Und ich habe die November-Box bestellt, sieht man hier oben. Und diese 11 Sachen sind halt drin, finde das gut. Früher haben sie bloß so eine Nachrichtenkarte dazugelegt. Mittlerweile ist das jetzt so eine ganze Weile schon so, dass man gesagt hat, wir schreiben hinten drauf, was dann drin ist, weil andere Sprache hier, das sind viele Items in Japanisch oder Koreanisch geschrieben und das versteht man natürlich nicht. Gut, ich würde einfach mal nach und nach alles rausholen und schön in die Kamera halten. Als erstes habe ich ein Do-it-yourself Süßigkeiten-Paket. Und zwar kann man hier selber so eine Art Pudding machen, aber so Mini-Puddings halt zum Verzehr, wie ich es verstanden habe. Und das heißt halt, mach's dir selber, also do it yourself. Hier auf der Rückseite sieht man dann, wie es ungefähr abläuft. Ich habe sowas noch nie gemacht und habe auch keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja. Wird interessant, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mache. Ich bin davon noch nicht so überzeugt. Aber man muss ja alles mal im Leben ausprobieren, sag ich immer. Genau. Also das ist dieses erste Item, was ich jetzt rausgeholt habe. Dann haben wir noch ein Do-it-yourself-Kit. Und zwar macht man hier Cupcakes. Die sind aber, glaube ich, nicht essbar. Genau. Und ihr seht es schon hier an der Seite. Da kann man eben so Cupcakes reinzaubern, das ist ganz cool. Was ich nicht schlecht finde, sind die hier. Die lassen sich vielleicht fürs Fimo ganz gut nutzen. Und das hier oben für meine Nägel. Ich mache mir ja selber die Nägel. Und da kann ich vielleicht doch ein bisschen was davon verwenden. Das ist auch so wie Fimo. Das ist eigentlich ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fetzt. Genau. Und dann haben wir hier
haben wir hier sowas noch, wie das innen halt gezeigt wird, was man damit halt machen kann. Also so sieht das dann aus, wenn man diese so selber macht. Genau, das ist dieses Do-It-Yourself-Kit. Dann geht's weiter. Ich habe hier einen Blush. Also ein. Pack's mal auf. Oh, das ist arg weich. Genau. Das ist eine Miezekatze in einer Banane. Hat was. Absolut süß. Und es ist mit so wie Sandkörner oder sowas, diese Körner, die ihr manchmal so habt, die sind, damit ist es gefüllt, ist ganz weich und kann man sich auch hinhängen. Also ich überlege, ob ich es mir ins Auto hänge. Muss ich ganz ehrlich sagen, die rote Schleife passt nicht zu meinem knallroten Auto. Das fetzt. Also die finde ich ganz süß. Katze und Banane. Dann haben wir als nächstes Haarschmuck. Und zwar haben wir hier einmal das hier. Das sind Gummis, Haargummis. Mit diesem Regenbogen, oder dieser, ja, Regenbogen. Und dann sagt es Love You. Und dazu gibt es Spangen. Haarspangen. Zwei Stück. Finde ich gut, dass die auch ein paar kommen, weil es sonst immer nichts, wenn man dann nur eine hat. Aber es ist halt sehr niedlich und kindlich, ne? Dann haben wir hier einen Stift, einen Milchkuhstift in Pink. Und das Besondere an den Stiften, hier ist einmal ein blauer Stift und ein roter Stift drin. Also man kann hier wieder zwei, Entschuldigung, man kann hier zwei Minen rausfahren lassen, was eigentlich ganz angenehm ist. Weil solche Stifte habe ich eigentlich ziemlich gerne. Ich habe schon so einen mit drei Minen. Der wird dann irgendwann ein bisschen voll. Aber der ist eigentlich ziemlich cool. Und was cool ist, dann hier oben die Ohren sind, die zum Runtermachen. Das fetzt. Also, finde es nicht schlecht. Hat was. Da steht auch Milk drauf. Sieht so ein bisschen aus wie Niki, die Schrift von Niki. Milk Character, 2-Color Ballpoint Pen. Tada. Gut. Als nächstes haben wir einen Radiergummistift. Wenn ich hier oben drauf drücke, kommt dann hier unten der Radiergummi raus. Und dann kann ich radieren. Was ziemlich praktisch ist, weil man hat ja so diese normalen Radiergummi, aber hier ist es echt ein Stift und da kann man ordentlich radieren. Das ist sehr handlich, finde ich. Also so einen hatte ich noch nie. Und der ist eigentlich ziemlich toll. Das fetzt. Also das sind so, die zwei sind auf jeden Fall bis jetzt so absolute Lieblings Typen. Items. Dann habe ich dir diesen voll fetten Schlüsselanhänger. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Mit einer Trillerpfeife und zwei Smileys dran und die sind echt, also die sind wirklich sehr schwer. Aber gut. Das wäre vielleicht mal was fürs Giveaway oder so zum Verschenken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist jetzt nicht so meins. Aber man kann hier noch was dranhängen, das fetzt eigentlich ganz gut. Gut. Dann habe ich noch einen Spitzer. In Design einer Kiwi drin. Auch nicht schlecht. Die gab es auch noch als Melone und als Zitrone, aber man kann halt nicht raussuchen, was man kriegt. Da muss man dann eben Glück haben. Natürlich wäre die Melone am coolsten gewesen, aber auch die Kiwi ist nicht schlecht. Hat nicht jeder. Und hier habe ich meine absoluten Lieblingssüßigkeiten aus Japan bekommen. Und das ist total toll. Ich hatte die vorher schon mal gehabt. Und zwar habe ich die von Tofu Cute bestellt gehabt. Und wir haben die hier wirklich gefressen regelrecht. Weil die sind echt super lecker. Das ist im Prinzip Schokolade unten. Und dann oben mit Erdbeere.
Aber nicht so ein Erdbeergeschmack, so wie bei uns, sondern der ist so intensiv, der Erdbeergeschmack. Wow. Also das ist wirklich ein Erlebnis für die Zunge. Also die verstehen es echt richtig gut, Geschmäcker zu machen in Japan. Absolut mega gut. Also kann ich nur empfehlen, wer mal überlegt, bestellt euch die hier. Ich kann unten die gerne die Links nochmal reinfügen, auch von Tofu Cute. Da gibt es die auch in einzelnen größeren Verpackungen. Die sind super lecker. Kann ich nur empfehlen hier. Die Süßigkeiten. Absolut genial. Wenn ich mal nach Japan fliege, dann sind die fällig. Dann nehme ich mir den ganzen Koffer dafür mit. Dann haben wir hier Stickermarker, die man so an die Seiten ranpinnen kann und dann rausgucken lassen kann. Das wird mir nächstes Jahr sehr hilfreich sein für meine Prüfungen. Da werde ich die ziemlich gebrauchen können. Also das ist auch super süß und die sind alle im Panda-Design. Fand ich mega gut. Also für Schulzeug muss ich sagen, sind die Kawaii-Boxen immer sehr gut. Da ist viel Zeug drin. Im Sommer hat man dann meistens sogar richtige wie Mappen mit allem drin, mit Linealen und sowas. Und last but not least, das sind Stickers Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Weil es die November-Boxen war, ist natürlich auch was für Weihnachten drin. Ich habe schon mich geärgert, dass ich Dezember nicht bestellt habe. Da wäre natürlich bestimmt noch mehr für Weihnachten drin gewesen, aber naja, mein Gott. Nächstes Jahr ist auch nochmal Dezember. So, ich ordne es jetzt wieder ein. Ja, müsste ich jetzt meine Lieblings-Items benennen, wären es auf jeden Fall die beiden. Das hier. Und der Plush. Also die sind mega cool. Und dafür haben sich doch die 16 Euro gelohnt. Bei den Kawaii-Boxen ist es tatsächlich so, dass das nicht immer funktioniert, dass man dann auch wirklich zu 100% einen Volltreffer hat. Das ist leider so. Aber ich finde das jetzt nicht weiter tragisch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, gut 70% der Box kann ich super verwenden. Eigentlich geht es nur um das hier und um diese Haarspangen, die ich jetzt nicht so in meinem Alter tragen würde. So mit kurz vor der 30 ist dann noch nicht so viel mit solchen Haarspangen mehr. Aber irgendwann kommt ja mal Kind, vielleicht halten die sich bis dahin oder ich verschenke sie einfach. Ja, also ich kann das echt empfehlen. Ich würde euch um etwas bitten. Natürlich wie immer, wenn es euch gefallen hat, dieses Video liked und teilt und abonniert meinen Channel und was weiß ich. Eine Bitte hätte ich. Schreibt mir doch bitte unter dieses Video in den Kommentaren, ob ihr das für euch im deutschen Format sehr nützlich findet, wer so ein Interesse dafür hat. Es gibt noch andere Boxen. Derselbe Vertreiber von der Kawaii-Box hat mittlerweile auch die zweite Box, und das ist die Japanese Candy Box, rausgebracht. Das bedeutet, man bekommt 10 bis 12 Items, nur Süßigkeiten oder Knoblauchzeug oder sowas. Also aus Japan. Da überlege ich sehr stark, ob ich das eben mir bestelle. Und dann gibt es noch andere Boxmöglichkeiten. Einmal gibt es noch die Yumi Twins Box und ach, was weiß ich, es gibt so viele Möglichkeiten, Boxen und bla bla bla. Wenn ihr das sehen wollt, lasst mir einfach mal unten ein paar Kommentare da und sagt mir mal, oh ja, das würde mich mal interessieren, vor allen Dingen im deutschen Format gibt es das noch nicht so, habe ich zumindest nicht großartig gefunden. Macht das doch mal. Ich würde mich gerne mal für so eine Box interessieren und vor allen Dingen auch immer die Preise. Also die kommen einen Monat 18,99. Wenn man mehrere Monate hat, wird es billiger. Man kann mit Kreditkarte bezahlen, man kann mit PayPal bezahlen. Bei PayPal, Achtung, PayPal Deutschland verlangt nach einer Kreditkartennummer als Safety. Also man muss eine Kreditkarte auch bei PayPal hinterlegt haben. Das ist irgendwie so ein ganz komisches Ding bei PayPal. Ist nur in Deutschland so. Ich habe eine Kreditkarte, darum habe ich es jetzt auch erst bestellen können. Vorher ging es nicht. Also eigentlich sollte man eine Kreditkarte haben, dann funktioniert. Genau, das ist leider so ein Ding. Wenn man jetzt ein PayPal auf einem ausländischen Konto hat, dann würde es wahrscheinlich auch ohne Kreditkarte gehen.
Aber sonst so geht es leider nicht ohne Kreditkarte, was mich sehr geärgert hat. Und da können die aber auch nichts machen. Es ist leider PayPal. Warum auch immer. Genau. Und dann würde ich das gerne weiterhin vorstellen, weil mir macht das unheimlich Spaß. Und ich finde diese Kawaii-Boxen toll. Und vor allen Dingen bietet sich das an, auch zu sagen, ich kann davon auch vielleicht mal was mit ins Giveaway reinpacken, was ich jetzt keine Verwendung für habe. Und habt ihr dann auch noch was davon? Oder ihr sagt einfach, ach, könntest du auch mal eine verlosen oder was auch immer. Können wir alles machen. Wenn ihr sagt, das gefällt mir, ich möchte so ein Ding haben oder beziehungsweise ich möchte da mehr davon sehen, dann machen wir das so. Und ja, wie gesagt, ich würde auch überlegen, ob ich mal sage, ich würde mal so eine Kawaii-Box noch zusätzlich bestellen und die dann verlosen. Gut, dann machen wir das so. Schreibt mir einfach nur eure Kommentare und ansonsten würde ich mich jetzt hier verabschieden von euch mit Schnupfen und Husten und würde mich dann im nächsten Video wieder melden. Wahrscheinlich auch mit Schnupfen und Husten, weil ich jetzt hintereinander weg alles noch drehe. Und von daher, alles gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.